Dann nehmen wir mal den Fahrstuhl. Der fährt natürlich gleich runter. Bin. Anscheinend wieder eine andere Schlachterküche. Hier dürfen wir jetzt wahrscheinlich immer einen Schlüssel suchen. Der liegt da mitten auf dem Tisch. Oh ja, da guckt sich jemand vielleicht auch ganz genau an. Siehst mich gar nicht. Genau, einfach reinstellen. Gut, Mammut. Lecker. Wie hat er mich denn von da aus dort gesehen? Mal ganz ehrlich. Ich fand, das war fast ein gutes Versteck. Problem liegt an fast, ne? Okay. So. Ich will da durch. So. Na, damit könnte ich ihn ablenken, ne? So. Jetzt weg hier. Lauf, lauf, lauf. Okay, damit haben wir einen Schlüssel. Der kriegt halt jetzt nur mit, dass wir jetzt hier den Fahrstuhl wieder benutzen. Komm, rein da. Nein, lass das doch los. Oh, ich bin gar nicht da. Nur mein gelber Simpsons-Po, der hier zu sehen ist. Nichts weiter. Bin gar nicht da. Nein, brauchst gar nicht nach links und rechts gucken. Ich bin gar nicht da. Okay. Er hat mir geglaubt, dass ich nicht da bin. Toll. Kriege ich hier die Klappe auf? Ja. Ich weiß zwar nicht wofür, aber erstmal aufmachen. War das Erste, was mir hier in dem Raum in den Sinn kam. Oh. Ich glaube, ich musste hier sogar lang. Ein Pampe, ein Pampe. Hier ist ein Klempner gestorben. Vielleicht Mario? Mario! Okay, da kann ich hochklettern. Ja, dann muss er auf der anderen Seite hochklettern. In ein Loch oben. So. Das ist die Abwaschküche. Und dann zwei Küche. Alle beide. Waren die überhaupt mit dem Kochen schon fertig? Okay, hier geht's nicht weiter. Kann man jetzt gut finden? Muss man aber nicht.
Bin gar nicht da. Oh Gott, lauf, 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 lauf. Ich bin gar nicht da, ich bin gar nicht da, ich bin gar nicht da, ich bin gar nicht da. Ich hab schon gesagt, dass ich gar nicht da bin. Ich bin gar nicht da. Wofür ist dieser Hebel? Der hat oben irgendwas mit den Haken gemacht. Aber wieso, weshalb, warum? Ich habe keine Ahnung. Da nicht hoch? Okay. Der Bücken ist nicht, ne? Fällt hier ein bisschen schwer. Okay, ich habe nichts gesagt. Wenn ich über diese kaputten Teller rübergehe. Geh weg. Geh einfach weg. Gehen wir nach ganz links. Von irgendwoher müssen ja die Haken auch herkommen. Kann man bestimmt hier irgendwo hochklettern. An dem Regal mit den ganzen Tellern. Wäre schön, wenn der da einfach weggehen würde. Damit ich das erstmal ausprobieren kann. Hallo? So. Also ja, das klappt. Ah, guck mal. Da hänge ich mal am Haken, du. Bin gar nicht da. Nee, kriegst mich gar nicht. Nee. Ich bin nämlich viel schneller. Okay, der eine geht irgendwo hin. Der andere versucht mich weiter zu verfolgen. Kommt doch auch nicht die Idee, den Hebel in eine Richtung zu drücken. Ah, okay, da ist der andere Koch. Ah, okay. Das ist
räumlich so, dass ich dann da rumhänge. Alles klar. Man hätte ich mir denken können, aber ich war mir nicht ganz sicher. Ich konnte keine Ahnung, dass der jetzt plötzlich hier, ne, einen DSL-Anschluss hat und losrennt wie eine wild gewordene Rakete hier. So. Ja, ihr kriegt mich niemals leben. Werfen sie noch mit Flaschen nach mir, ich glaube, es hackt. Okay. 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 Küche erfolgreich überstanden. Und wo sind wir jetzt? Und wo wollen wir jetzt hin? Ich hab keine Ahnung. Boah, das Licht ist blendet. Das ist so hell. Ich habe immer das Gefühl, ich würde hier durch das Rohr hier irgendwie runterfallen oder sowas. Also halt links oder rechts davon, weil ich so diagonal laufe. Aber ist alles gut geworden. Wir haben Möwe. Wir sind tatsächlich auf einem Schiff. Und was ist das, was da im Hintergrund kommt? Flüchtlinge, Gäste, Piraten, fette Piraten. Sind die zum Essen eingeladen? Also nicht damit wir sie selbst essen, sondern damit wir gegessen werden. Weil doch alles andere, was hier auf dem Schiff war. Wir klettern einfach weiter. Und guck mal, die Möwe ist ja auch nicht sonderlich groß. Warum sind dann die anderen hier immer so riesenscheiße groß? Und wer ist Paul? Die sehen ja alle aus wie der Koch. So ein bisschen. Der eine hat eine Maske auf. Der andere auch. Hm. Ist ja alles sehr suspekt, ne? Wir sind irgendwo wieder in den Zwischenschichten. Ziehen erstmal wieder irgend so ein Holzdingens ab, weil wir es gut können. Ich will da durch. Ah, jetzt. Da. Levelbegrenzung sieht doch anders aus, ne? Ja, wird schon. Kriegen wir hin. So. Hallo, ich möchte da wieder durch. Ah. Funktioniert irgendwie auch nur so halbwegs richtig, ne? So. Okay. Da sind die ganzen Dicken. Und da hinten, das ist doch die Geisha, die wir ja aus dem Intro gesehen haben. Was auch immer es mit der genau auf sich hat, ich habe keine Ahnung. Hier ist tatsächlich alles so ein bisschen asiatisch angehaucht. Keine Ahnung, wohin, ne? Oh, lecker Pasteten. Wahrscheinlich Fleischpasteten. Lecker. Ja, und die sind alle hier fett am Speisen. Zuerst kommt mal zuerst, ne?